Du bist auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk, mit dem du einen Rad- oder E-Bike-Fahrer glücklich machen kannst? In diesem Video habe ich vielleicht genau den richtigen Tipp für dich. Und das Beste, ich verschenke die Sachen, die ich hier vorstelle. Dann ist das Ganze für dich auch noch kostenlos. Tipp Nummer 1 von mir ist dieses Universalwerkzeug, das Pro Bike Tool. Es lässt sich ganz einfach im Lenker unterbringen und ist damit immer dabei. Es besteht aus insgesamt 12 Teilen, verschiedenen Sechskant- und Torx-Bits, Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur besseren Handhabung hat es einen klappbaren Griff und kostet nur 22 Euro. Damit man direkt was zum Festschrauben mit dem Pro Bike Tool hat, kommt hier mein Tipp Nummer 2. Auch bei sehr teuren Fahrrädern oder E-Bikes ist die Klingel nie das hochwertigste Teil am Rad. Meistens sowas hier aus Kunststoff. Ich als Vielfahrer habe nie lange Freude an so einer Klingel und ich weiß auch nicht, wie oft ich diese Plastiknippel hier schon abgebrochen habe. Für nur 13 Euro bekommt man diese Fahrradklingel von Rock Bros. Sie ist komplett aus Metall. Sie sieht nicht nur schick aus, sie hat auch einen richtig klaren Klang, der im Straßenverkehr gut wahrgenommen wird. Tipp Nummer 3 ist was für Leute, die mit Fahrradtaschen unterwegs sind. Man möchte seine Tasche ja auch mal unbeobachtet am Gepäckträger lassen können, ohne dass sie direkt jemand mitnehmen kann. Ich benutze Fahrradtaschen von Falkenthal. Da gibt es die Möglichkeit, die Tasche mit dem Quicklock-Zahlenschloss direkt am Gepäckträger zu verriegeln. Das Schloss kostet 15 Euro und passt natürlich auch in verriegelbare Fahrradtaschen von anderen Herstellern. Mit dem Rabattcode 2BO10 bekommst du übrigens 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Falkenthal. Den Rabattlink und auch die Links zu den Sachen, die ich hier heute vorstelle, findest du in der Videobeschreibung. Wo wir gerade bei Fahrradtaschen sind, kommt hier mein Tipp Nummer 4. Die Citybag von Falkenthal. Sie ist erst seit Ende Oktober auf dem Markt. Diese Multifunktionstasche kann man sowohl als Bauchtasche wie auch als Lenkertasche nutzen. Durch die voll reflektierende Oberfläche ist sie gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit perfekt für den Straßenverkehr geeignet. Sie ist gar nicht mal so klein und hat ein Volumen von bis zu 4,5 Litern. Obendrauf hat sie ein Handyfach mit sensibler Folie, sodass der Touchscreen bedienbar bleibt. Halterung, Regencape und natürlich auch der Umhängegurt, alles dabei. Kostet übrigens 50 Euro. Und ich frage mich gerade, warum ich euch die Tasche schenken soll. Kann ich eigentlich auch selbst ganz gut gebrauchen. Mein Tipp Nummer 5 ist sozusagen der große Bruder des Citybag. Für 70 Euro bekommt man das Falkenthal Frontpack. Da passen 7 Liter rein. Das reicht bei mir schon für die meisten Tagestouren. Sie hat einen praktischen Magnetverschluss und bietet durch die seitlichen Netzfächer zusätzlichen Stauraum für zum Beispiel Getränke. Auch bei dieser Tasche besteht das Handyfach aus sensibler Folie. Mitgeliefert wird die Lenkerhalterung inklusive verschiedener Reduzierstücke und dieser praktische Umhängegurt. Was ist eigentlich, wenn euch euer teures Fahrrad oder E-Bike geklaut wird? Oder wenn euch der Akku geklaut wird? Welche Versicherung zahlt das dann? Mein E-Bike hat 3.500 Euro gekostet. Das wird durch meine Hausratversicherung nicht abgedeckt. Klar, die Summe kann man erhöhen oder man kann direkt eine Fahrrad- oder E-Bike-Versicherung abschließen. Hier ein paar Vorteile der E-Bike-Versicherung von Helden. Das Rad ist versichert, egal wer damit fährt. Fahrradzubehör und Gepäck ist bei Diebstahl versichert bis 1.000 Euro. Der E-Bike-Akku ist bei Diebstahl versichert. Unfall- und Sturzschäden, auch Selbstverursachte, sind versichert. Du hast 0 Euro Selbstbeteiligung im Schadensfall. Die Versicherung ist täglich kündbar. Und jetzt kommt das Beste. Die Kosten für Verschleißreparaturen werden übernommen. Du gibst dein Rad zur Inspektion und die Kosten zahlt die Versicherung. Ist wirklich so. Jetzt fragst du dich bestimmt, was kostet sowas? Mein E-Bike hat 3.500 Euro gekostet. Dafür beträgt die Versicherungsprämie 110 Euro im Jahr. Mit meinem Rabattcode für euch, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung, bekommt ihr jährlich eine Monatsrate geschenkt. Ein 3.500 Euro Fahrrad oder E-Bike ist dann für nur rund 8 Euro pro Monat abgesichert, inklusive Verschleißreparaturen. Das finde ich absolut okay. Die Versicherung kann ich euch leider nicht schenken, aber die anderen Sachen, die ich euch hier gezeigt habe. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann schreibe mir einen Kommentar mit einem Hinweis, was du gerne haben möchtest.
Wie der Kommentar aussehen sollte, damit der Zufallsgenerator ihn findet, ist natürlich auch in der Videobeschreibung erklärt. Die Verlosung findet am 7. Dezember ab 19 Uhr auf meinem Live-Kanal statt. Und auch der Link zum Abonnieren in der Videobeschreibung. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt gesund, bis bald. Euer Swobo.